Gerade ging gerade noch das letzte Video, die Folge 28 vom India Journal hoch. In der Zwischenzeit war ich wieder in Dresden, war beim Geburtstag, eine Hochzeit, Junggesellenabschied gestern Abend und jetzt geht's gerade wieder zurück nach Berlin. So, erste Mal in Berlin, ich bin angekommen. Mit mir, 3, 2, BA ist auch am Start. Wir gucken uns jetzt den 1. Mai mal an. Mal gucken. Mai fest, Steine werfen, Bullen abstechen, du weißt. Irgend so ein Shit. Aber vielleicht kriege ich noch ein paar Fun Facts zum 1. Mai wirklich mit dazu. Ist nämlich wirklich interessant, der Tag der Arbeit. Arbeiterbewegung. Und zwar für die Leute, die sich gewundert haben, haben wir noch ein Stück heller hier. So. Und zwar bin ich jetzt oder auf dem Weg nach Berlin zu ziehen. Die Frage an dich, ist Berlin wie New York, dass jeder in seinem Stadtteil irgendwann lebt und eigentlich auch nicht mehr rauskommt? Nee. Also schon so ein bisschen, weißt du, weil am Ende des Tages verbringst du viel Zeit da und im Idealfall wohnst du auch da, wo du eh nicht raus musst. Aber ich bin auch überall die ganze Zeit unterwegs. So. Klar, ich habe auch meinen Spot, ne? 30er Kid, aber du weißt, also ich, man ist immer keine überall. Ahnung, ey. Ja, ich kenne mich in Berlin halt null aus, abgesehen von Spandau, Merkelhausen am Brandenburger Tor und dann war es das eigentlich. Deswegen, und ich kenne es halt aus New York, dass die Leute, die in Manhattan wohnen oder in Brooklyn, gehen halt nie nach Manhattan, auch wenn die ewig New York, das richtige New York vor der Nase haben, leben die 5 Jahre in Brooklyn, waren nie drüben im Touristi-New York. Ich bin auch, ich sage ganz ehrlich, ich verlasse ungern mein Viertel, mein Kiez so. Aber du kommst halt nicht drum rum. Und es gibt am Ende Orte, da ist man lieber als an anderen. So, ey, Prenzlauer Berg zum Beispiel, kannst du mich mit jagen, wenn du mir sagst, du musst da hin, um irgendwas abzuholen oder was zu sehen? Ja, das ist doch ums Eck, denke ich also. Na, das ist der andere. Du meinst, Berlin ist wie Indien? Ja. Same, but different. Ach du Scheiße. Naja, ich bin mal gespannt. Und sei froh, dass du ein Auto hast. Es gibt viele Leute, die sagen, ey, du brauchst in Berlin kein Auto. Ich bin der anderen Meinung. Da denkt man immer, Berlin ist übelst ranzig, aber es hat übelst schöne Ecken hier. Mann, so wie in Japan. Super. Geil, und ich dachte, ich vermisse die Kioskultur. Tatsächlich Bier und Gösserradler, das Geilste, ey. Also Berlin ist doch wie Köln hier. Alter, Gösser! Mal bitte an, ey. Stehen hier alle für irgendeinen Scheiß an. Einen hässlichen Gemüsekebab. Ja, man sagt, es ist der hässliche Gemüsekebab. Alter, echt jetzt? Ist das... Und zwar gehen wir jetzt Richtung... Wie nennt sich das? Cottbuser Tor. Cotti, irgendwie die angebliche No-Go-Zone zum 1. Mai. Aber es sieht relativ freundlich aus hier. Ja, ne, guck doch mal, du hast die ganzen Steine hinten bei dir drin. Tja, bisher mega ruhig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein bisschen wie BRN. Der Kollege neben mir verkauft wirklich eine Leiter auf diesem ganzen Ding, einfach wegen Ausblick. Kostet 1 Euro, aber okay, den Euro habe ich einfach für den Überblick. Bitte? Ey, du hältst die Leiter schon, oder? Ja, ja. Also das hätte ich mal extrem voll hier oben. Ist echt scheiße voll. Keine Ahnung, wo wir gerade sind. Gut, ich mach wieder runter. Wenn es bei jedem Cent wert. Gut, zur kurzen Erläuterung. Der 1. Mai stammt eigentlich aus Chicago, aus den Staaten. Das war 1886, war die erste Arbeiterdemonstration da in Fabriken, weil die hatten noch eine 10-Stunden Arbeitswoche, die gesundheitlichen oder die Arbeitsbedingungen waren scheiße und da sind damals 340.000 Leute auf Demonstrationen gegangen. Für bessere Arbeitsbedingungen wurden von der Polizei da niedergeprügelt etc. Also der Ursprung ist gar nicht in Deutschland, sondern in den Staaten, ist dann ab 1890 rübergeschwappt nach Deutschland und wurde dann auch hier Feiertag, um halt für Arbeitnehmerrecht einzustehen. Ein weiterer Funfact, dieses Maifest, was jetzt hier gerade in Kreuzberg stattfindet, das ist eine Art Gegenbewegung zu, oh Gott, wie haben Sie es gesagt? Genau, damals gab es immer Demonstrationen hier in Kreuzberg, Linke mit Polizei, Steine schmeißen etc.
Und da hat man das Mai-Fest, also MY-Fest in Berlin eingerufen ab 2002, um als Gegenbewegung zu diesen eigentlichen Demonstrationen zu wirken. Eigentlich eine ziemlich coole Sache, halt feiern gegen Gewalt. Aber der eigentliche Wert, wofür der 1. Mai damals eingestanden ist, ja gut, uns geht es mittlerweile so gut, diese eigentlichen Arbeitnehmerproteste braucht man halt nicht mehr. Aber ein Tag frei, hooray! Boom, und das war der 1. Mai. Ach so, und wo ich gerade dabei bin, mit den Reisevlogs, weil mir viele drunter geschrieben haben, wird es natürlich erstmal weniger geben, weil Indienreise ist vorbei, andere Reisen muss ich selber mal sehen. Aber ich versuche wöchentlich noch irgendwas zu machen, auch so im Vlogging-Format und natürlich die Fotosachen. Habe jetzt hier einen neuen Job in Berlin, muss mir erstmal eine Bude suchen und deswegen wird es erstmal schwierig, je nachdem. Und ein paar Drehs stehen auch noch an. Muss ich mal gucken, wie ich das dann handeln kann. Aber es wird definitiv noch weiter Content geben. So, stay tuned. Selbst die Presse ist schon mit Smartphone unterwegs hier. Ich glaube, wir gehen doch gleich noch eine Demo los, ey. Scheiße, die Leute formatieren sich gerade alle. Und ich will bloß was zu essen haben. Freunde mobilisieren sich schon wieder hier. Alter Schwede, wie viele werden das noch? Ja, dank dem Kollegen, der noch ein bisschen Rauchstimmen verbreitet. Ey. Da kriegst du richtig das Feeling, hier mehr Bombenstimmung irgendwie. Das war es soweit zum Maifest. Da oben gibt es noch Farbfernseher, sieht man das. Ab 98 D-Mark. Das war der erste Tag in Berlin für mich. Die Sicherheitskräfte marschieren ab. Es ist sehr, sehr dreckig, es sind viele Leute, also wie in Indien, laute Musik. Man kann es mal erlebt haben, aber es ist zumindest jetzt nicht so, dass viele Steinewerfer dabei wären. Damit gebe ich zurück ins Sendestudio und ciao.